Der Winter ist in Pizzola angegangen und etwas muss man sagen, die Crew hat zünftig gearbeitet. Im Sommer hat man den Tag verlängert wegen dem Wetter und im Winter fängt man jetzt sehr, sehr früh an. Eine kurze Revisionszeit und viel, viel Einsatz beschert jetzt eben diesen Pizzol-Fan, eben, dass sie hier den Winter schon bereits geniessen können. Ich habe abgemacht mit dem Verwaltungsratspräsident, mit dem Markus Oppliger. Pünktlich ist er gekommen und wir sind eingestiegen. Markus, jetzt sind wir unterwegs. Ersten Advents, Samstag natürlich, gell? Ja. Also alle Anlagen im Betrieb, da muss man doch sagen, das erste Mal. Dann glaube ich, 10 Pisten, die Hauptachsen sind auch im Betrieb, also wirklich ein absoluter Anfang. Und eben auf der Wangsenseite sind wir unterwegs und dann vom nächsten und zweiten Advents, Sonntag, Samstag weg schon, läuft es dann eben auch die ganze Woche durch. Jetzt, Markus, du bist Verwaltungsratspräsident, neuer Verwaltungsratspräsident. He? Genau. Was hast denn du draussen so? Was hast du für einen Rucksack, den du hier mitbringst? Ja, ich tue dir das gerne mal sagen. Also ich bin jetzt 58. Ich bin in Sargans aufgewachsen. Wohne jetzt aber schon seit mehr als 30 Jahren hier in Wangs. Als Rucksack. Ich habe einmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich habe dann 5 Jahre auf einer Treuhandgesellschaft geschafft in Sargans. Dann war ich 5 Jahre im Fürstentum Liechtenstein tätig, auf der Bank in Liechtenstein und für die Fürst von Liechtenstein Stiftung. Nachher war ich rund 25 Jahre bei Ernst & Young, das ist eine der ganz grossen Prüfungsgesellschaften in der Schweiz. Ich bin dort Partner geworden, Mitte 90er Jahre, und habe dort den Bereich Ostschweiz geleitet von der Wirtschaftsprüfung. Und die letzten 7 Jahre habe ich dann gewechselt ins sogenannte Consulting und bin dann dort Mitglied von der Geschäftsleitung, die für das Consulting-Business Schweiz, Deutschland und Österreich verantwortlich war. Und da haben wir über 700 Berater betreut miteinander. Und jetzt eben vor rund 4,5 Jahren bin ich dann austreten aus Ernst & Young. Der Grund war, ich bin gefragt worden von einer grossen Firma, ob ich dort im Verwaltungsrat gehen wollte und den Prüfungsausschuss leiten. Und dann bin ich austreten und habe mir jetzt ein kleines Portfolio an Verwaltungsratsmandaten können, zulegen. Das möchte ich auch noch weiterentwickeln. Und eines davon ist eben bei Zollbahn. Und dann habe ich einfach noch meine anderen Mandate, Beratungsmandate. Also eigentlich eine Glückssituation, gell? Weil Consulting kann der Pizzol wirklich brauchen. Ja, Consulting ist das eine, das Umsetzen und das Finanzieren ist dann das andere, oder? Ja, genau. Jetzt, du hast das ein bisschen mitverfolgt. Du warst ja vorher schon im Verwaltungsrat drin. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Ich muss vielleicht sagen, du bist der Sohn, gell, vom Polizist Oppling. Das ist eine Legende. Du bist in Sargans aufgewachsen. Das ist korrekt, du bist ja. Also ein Sohn der Region. Gell. Also, das kann man so ja, sagen. Ja, ja, das kann man wirklich schon sagen. Gell. Und dir ist natürlich auch, da steckt auch Herzblut dahinter. Nicht nur einfach jetzt so ein Auftrag, den du jetzt als Verwaltungsratspräsident oder vorher als Verwaltungsrat gehabt hast. Oder? Ja, also, weißt, wie hat sich das so entwickelt, das Geschäft hier in Pizzol? Also, wenn ich jetzt einfach, ich bin seit 2,5 Jahren Mitglied von dem Verwaltungsrat und als ich in den Verwaltungsrat reingekommen bin, haben wir gerade so den ersten ganz schlechten Winter hinter sich gehabt. Aber dann muss man sagen, es hebt wirklich auch den Winter noch. Es ist ja. Schon natürlich, man muss sehen, bei Zollbahnen betreiben wir das Winter- und das Sommergeschäft und es sind beide wichtig in unterschiedlicher Ausprägung. Der Sommerumsatz ist etwa ein Viertel. Und 3/4 ist ein Wintergeschäft. Und wenn man jetzt schaut, über die letzten 3 Jahre haben wir halt wirklich 3 absolut katastrophale Winter erlebt. Oder? Ich habe bestätigt, wo ich angefangen habe. Film, der erste Winter war super gewesen, gell, genau. So. Und nachher wirklich 2-3 Mal hintereinander, einfach ja. Ganz schwierig. Ja. Ja. Genau, genau. Und dann ist man machtlos, gell? Ja, man ist. Weil wenn du kein Wetter hast und wenn du keinen Schnee hast, dann können wir Gäste nicht Skifahren. Das ist halt relativ einfach und banal. Das heisst, man sieht einfach, wie extrem abhängig dass wir sind vom Schnee. Und das zeigt auch, wie extrem wichtig dass es ist, dass wir gut ausgebaute genau, Beschneiungsanlagen haben und dass wir da noch einen Schritt weitermachen. Eben, und insofern natürlich die Stimmen, die sagen, ja, jetzt sind schwierig da mit dem strukturellen Defizit, mit den Kosten und dann bauen sie noch, machen sie Schwamm, machen Beschneidungsanlage, investieren nochmal. Also das sind natürlich völlig verkehrte Stimmen, weil wenn man das nicht macht, wären wir noch schlimmer dran, oder? Das ist
richtig, weil gerade das Thema Schwamm, oder? Wir müssen sehen, der Lauf Bödenlift, da gibt es Winter, wo er einfach aus Windsituationen während rund 30 Tage ganz oder teilweise nicht läuft. Das heisst, auf der ganzen Seite wäre praktisch tot. Und mit dem Schwamm haben wir jetzt eine super Alternative können, bieten, wo die Leute dann eben trotzdem können Skifahren können. Weil wenn es windet oben, dann müssen wir abstellen. Die Haftung können wir, die Verantwortung können wir nicht eingehen. Also haben wir mit dem Schwamm eine tolle Alternative. Und wenn die Beschneiungsanlage, die ist eigentlich noch fast wichtiger wie die Bahn selber, oder? Ohne Schnee können wir nicht Skifahren, es nützt die Bestbahn nichts, wenn die Piste nicht funktioniert, oder? Und darum müssen wir auch weiterhin grosse Anstrengungen in die Beschneiung legen. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Meierberg, ich muss immer ein bisschen anstellen, der Zug kommt und so weiter, gell? Also es ist wirklich ein traumhafter Tag. Wenn die Tage immer so wären, die Schneesituation immer so wäre, Anfang Dezember schon, schön geschneit, eine schöne Decke, man kann gut fahren, dann sehe ich manchmal natürlich ganz anders aus, oder? Es sieht die bedeutend besser aus, das kann man absolut so sagen. Genau, weil wenn man schaut, in den super Winter 11-12 beispielsweise, haben wir natürlich Millionen mehr Winterumsatz gehabt, wie wir das über die letzten 3 Jahre gehabt haben. Oder? Und das würden wir natürlich schon einschenken. Es klingt jetzt auch ein bisschen komisch in dieser schönen Schneelandschaft. Übrigens sind wir jetzt kurz vor Meierberg, vor der Mittelstation. Ja. Oder, aber wie ist denn im Sommer? Hat sich das Sommergeschäft entwickelt? Das Sommergeschäft hat sich sensationell entwickelt. Das darf ich, glaube ich, so sagen. Wir haben über die letzten Jahre können den ersten Eintritt im Sommer echt verdoppeln. Allein vom Sommer 15 auf Sommer 16 haben wir über 30% Zuwachs gehabt. Jetzt kann man fragen, woher kommt das? Oder? Einerseits haben wir sicher die Situation, dass das Wandern in die Berge geht, das ist trendy. Die Leute gehen wieder vermehrt im Berg rauf. Und auch vor allem junge Leute, die gehen im Berg. Und dann haben wir natürlich auch das Angebot hier an Pizol massiv ausgebaut. Da müssen wir sagen, also da kann man nicht reinsteigen, bis da kann man schlitteln. Der Schlittenweg ist jetzt im Moment noch nicht offen, aber es kommt sicher noch, der Reiterpark ist auch nicht offen. Also man kann bei Zoll natürlich auch schlitteln. Man sieht auch, wenn man ganz gut rausschaut, also die Schneedecke ist schon hervorragend, ein unglaublich schönes Wetter. Du, Markus, kannst du dich noch erinnern, wo da an diesem Ort einmal an den Weg gestossen hat? Weißt du, was noch ganz anders war mit der Infrastruktur? Ich kann mich sehr gut erinnern und mein Schwiegervater ist da noch in dieser alten Mittelstation, die halt jetzt etwa 150 Meter oben uns gestanden ist, wo er noch dort die Wägele umgestossen hat. Und meine Frau hat dann einmal als Mädchen auch noch geholfen, hier Kabinchen umzuschieben. Oder? Genau. Mag mich sehr wohl erinnern an diese Zeit. Ja. Und ich kann mich erinnern, wir haben uns dann einmal Platzkarten gesichert. Das war ein riesiger Anstieg. Genau. Und wenn wir eine Platzkarte hatten, dann waren wir ratzfatz und dir. Und die Leute haben gestaunt, wenn wir hier quasi in Führung gegangen sind. Hast du das auch gemacht? Das haben wir natürlich auch gemacht. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber jetzt wieder Leo Loser. Bist du auch nie? Ich war auch den ganzen Tag natürlich. Hoppla, jetzt schüttelt es natürlich. Wir fahren jetzt raus aus der Mittelstation. Ja, da müsst ihr durch, gell? Ja. Aber wenn ihr auch mal ein Schütteln erlebt, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, müsst ihr überall bei Zoll raufkommen. Genau. Das ist wirklich genial. Und nicht zu vergessen, hat überall in der Beiz, hat überall in der Restaurant, also super Infrastruktur, überall wieder ein Restaurant. Jetzt eben, der Leo Loos ist da mal raufgelaufen, oder? Hat er gesagt, auf der ganzen Seite natürlich. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Du bist nie raufgelaufen. Ha? Nein, wir sind auf der anderen Talseite natürlich auch raufgelaufen. Weil ich zwar ganz aufgewachsen bin, wir sind einmal dort ins Brot und ins Sixer. Dort oben habe ich gelernt Skifahren, wo man halt per Pedes hat man die zuerst Pisten selber müssen präparieren mit antrampeln und so weiter. Genau. Ich habe es gerade gesehen, also Sie fahren hier in der Tat fahren schon in die Mittelstation runter, Meierberg. Die erste Hose hat gesagt, sie sind hervorragend. Es sind kalt, gell? Ja. Das braucht sie auch. Ja. Also man fährt jetzt eigentlich, jetzt, wir sind jetzt am 2. Dezember, also eben der erste Advent Samstag unterwegs. Man fährt jetzt da also bereits von der Furten Meierberg, aber in dem Fall. So ist das, genau. Ja. Und die ersten, die hier sind, die ich unten gefragt habe, haben auch gesagt, sie sind hervorragend, also auch mit der Steinsituation, also wirklich gut. Auch der Gassenseite muss wirklich sehr, sehr gut sein. Und jetzt vielleicht einfach noch, jetzt gehen wir natürlich auch ein bisschen auf eine schwierige Situation zu. Der Kanton hat jetzt ja eben genau wegen dem strukturellen Defizit Geld zugesagt, wenn dann eben da die Gemeinden von der Region eben dann auch etwas beitragen würden. Da wären dann Budgetversammlungen, oder? Ja. Wo natürlich müsste dann ihr Ja dazugeben. Ja, was stellst du dir vor? Was kannst du als
ja, Verwaltungsratspräsident machen. Was tun ihr? Also, vielleicht nochmal in der Rückblende. Wir haben im Februar von dem Jahr haben wir den Kanton oder insbesondere die Gemeinden, und es sind 6 Gemeinden. Das ist Bad Ragaz, Filterswangs, Melz, Sargans, Pfäfers und Wartau. Die haben wir gefragt, ob sie uns würden unterstützen. Das war Ende Februar gewesen. Und dann haben wir Ende Oktober hat man uns dann, eröffnet, dass man ein Paket geschnürt hat, zusammen mit dem Kanton. Dass das Paket aber befristet sei, vom Kanton über 3 Jahre und von der Gemeinde über 6 Jahre. Und jetzt ist es, wie du gesagt hast, so, die Vorlagen müssen jetzt in diesen Budgetversammlungen genehmigt werden. Es gibt Gemeinden, und da ist jede Gemeinde ein bisschen anders, wo die Vorlage muss am fakultativen Referendum unterstellen. Und da hoffen wir natürlich erstens, dass es nicht zum fakultativen Referendum kommt, sondern dass die Bürgerschaften das an den Versammlungen durchwinken. Und da wäre dann wirklich ein Schub in Zukunft. Also da wäre dann auch wirklich ein gutes Zeichen und auch fast eine Sanierung. Also, absolut. Ja, also man muss einfach vorsichtig sein. Wir sagen, wir haben ein strukturelles Defizit. Ja. Und mit den Beiträgen, die wir bekommen, wird geholfen, das strukturelle Defizit zu beseitigen. Aber die Struktur des Berges, die das strukturelle Defizit verursacht, haben wir natürlich nach wie vor. Aber wenn wir jetzt die 6 Jahre Unterstützung bekommen, gibt uns das natürlich Zeit, dass wir uns wirklich ganz intensive Überlegungen machen können, wie wir die Struktur anpassen können. Eben, und wir müssen sagen, ein Haufen andere Skigebiete, wir machen das auch super. Also da müssen wir keinen Konkurrenzgedanken aufkommen. Flungs natürlich macht das auch wirklich super. Hat einfach eine andere Situation im Vergleich zu Pizol. Da jetzt einfach 2 zubringen. Genau. Der Joe Keller, oder, ist damals noch Regierungsrat, hat damals ja eigentlich eher den Gegengrid für 2 zubringen, hätten aber müssen feststellen, es ist einfach so gewachsen. Es braucht die 2 zubringen. Ich glaube, ohne dass man die 2 zubringen gemacht hätte, wäre auch das Pizol-Gebiet, das Skigebiet, auch ein kleines bisschen ja, an Wert verloren gegangen, oder? Ich gehe davon aus, dass es so gewesen wäre. Jetzt muss man einfach ein bisschen auch zurückschauen. Und man kann sagen, heute würde man sicher nicht mehr die gleichen Investitionen machen, wie man das vor 10 Jahren gemacht hat. Aber damals hat es halt, es hat ja Diskussionen gegeben, es hat Projekte gegeben, es hat Projektänderungen gegeben, es hat Finanzierungszusagen gehabt und. Und es hat einen Druck gegeben von der Bevölkerung, von den Grossaktionären. Und am Schluss ist man, ich sage jetzt ganz bewusst, man ist dazugekommen und hat gesagt, jetzt machen wir die beiden Zubringer. Und dass sich jetzt halt die Situation verändert hat und dass es nicht so rausgekommen ist, wie man damals gemeint hat, das hat man damals nicht können voraussehen. Es hat sehr viele warnende Stimmen gegeben, damals schon. Das muss man auch sagen, das kann man auch überall nachlesen. Aber vielleicht hat man damals halt auch das wollen ein bisschen verdrängen und gesagt, jetzt machen wir einfach die 2 Investitionen und jetzt stehen sie da. Und es ist auch müssig, heute zu überlegen, ist der Entscheid damals richtig oder falsch gewesen. Wir, also die heutige Führungscrew, hat jetzt einfach die beiden Zubringer und muss mit denen leben. Es steckt doch kein Geissen weg, wie damals eben noch beim Radio gewesen, dies, jenes, und es steckt kein Geissen weg. Es ist einfach irgendwie wirklich auch so gewachsen, oder? Es wäre wirklich sehr, sehr schwierig gewesen, um irgendwie da überhaupt zu sagen, welchen Zubringer macht man nicht und wo setzt man Priorität. Weil das hat halt unglaublich viele Leute, die einfach für beide Skigebiete einstehen. Oder? Die einen Ragaz, die anderen Wangs. Und eine längere Mehr stelle ich fest, gehen auch die gefleischten Ragaz auf Wangs und umgekehrt. Das war nicht so gewesen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen aufgebrochen über die letzte Zeit. Und man muss auch sehen, das Angebot ist halt auf beiden Seiten mittlerweile sehr gut. Also es gibt gar keinen Grund mehr, dass man nicht auf die eine oder andere Seite geht. Wir haben so ein tolles, abwechslungsreiches Gebiet mit einem hervorragenden Angebot. Und ich meine, auch wenn man jetzt wieder rumschaut, oder? Es ist einfach sensationell da, oder? Ja. Muss man eindeutig sagen, also, wenn ich vorher gesagt habe, vor dem Meienberg, da ist wirklich ein paar, die bereits also Skitüren gemacht haben. Die Piste ist es nicht dementsprechend präpariert, aber sie sind wirklich runtergefahren, wirklich hervorragende Schneeverhältnisse. Genau. Das ist mehrfach bestätigt worden. Ja, wir könnten noch ewig lang reden, aber wir fahren jetzt langsam in die Station, gell? Ja. Wir sind jetzt da oben. Markus, so dein grösster Wunsch jetzt als Verwaltungsratspräsident, was war das? Also,
Der grösste Wunsch ist, dass sich die Bevölkerung rundherum einfach überlegt, was haben wir da an dem Berg? Sommer und Winter direkt vor der Haustür. Und will man das weiterführen oder will man das nicht weiterführen? Und in dem Sinne ist natürlich mein Wunsch, dass die Bürgerschaften diesen Budget zustimmen und schauen, dass wir das Geld überkommen. Wir steigen davor aus, hinten da wartet schon. Wir sehen das gerade auch, die Bediensteten. Da muss ich ganz klar sagen, die haben einen riesen Einsatz, freundliche Leute. Die haben das unglaublich schnell eigentlich hingekriegt. Oder die Infrastruktur kurz zu warten und nachher wieder dementsprechend auch weiterzumachen. Ja, Markus, gell, jetzt sind wir ausgestiegen, jetzt sind wir da. Also wir sehen jetzt schon da einen Haufen Leute, gell, also fort natürlich. Zagatz wird es auf Badiel nicht anders sein, wenn du da stehst. Du bist ein neuer Verwaltungsratspräsident. Es ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man sieht, gell, wie die Leute hier Freude haben und wie sie es hier schon Anfang Dezember können, der Bizon nutzen. Ja, selbstverständlich ist das ein erhebendes Gefühl. Und mir ist es ja als, ich sage jetzt, als ganz normaler Gast auch so gegangen, wenn ich durfte, am Wochenende hier am Berg raufkommen, einfach einen Tag hier oben verbringen. Das war für mich einmal wie ein Tag Ferien. Und das zeigt ja genau auch die Bedeutung von dem Pizol, dass die Leute wirklich vor den Haustüren so ein Naherholungsgebiet haben mit einem tipptoppen Angebot. Und das ist genau das. Mal acht haben wir immer wieder über mich, wenn ich sage, es hat auch viele Möglichkeiten, auch im Sommer, oder? Wenn man mal nicht will laufen will, dann kann man wieder ein Sessellift, ein Bädchen nehmen, es hat einen Haufen Restaurant. Aber das zeichnet der Pizol aus. Gell? Es ist einfach wirklich für jeden etwas. Jemand, der türen will, jemand, der langlaufen will, jemand, der kurz laufen will, es hat wirklich einfach für jeden etwas. Genau, genau. Und wir empfahren ja kurz die Sommersituation angetönt. Und wenn man schaut, dass wir im Sommer jetzt alles erreicht haben, hier an dem Berg, klar, wir haben Parade-Wanderung, 5-See-Wanderung. Das ist sicher noch das bedeutendste Element. Aber wenn man schaut, was wir zusätzlich gemacht haben, mit dem Heidiweg, der ja sensationell ausgebaut ist, ein Paradies für Kinder, mit dem Wasserwald, mit dem Swiss Move Park, jetzt mit dem Panorama Höhenweg, wo man wirklich für Jung und Alt, für alle etwas können entwickeln, das ist halt schon gigantisch. Oder ein Pizol Memory für die ganz Kleinen. Also wirklich, oder der Edelweissweg, den man auch nicht vergessen darf, oder die Ausgestaltung vom Speichersee im Sonntag weit, wo wir Feuerstellen gemacht haben, wo wir auch Strandkörbe aufgestellt haben. Da können die Leute wirklich wunderbar profitieren. Du bist ein Fan, gell? Und es gibt auch Fans, die über Geld investiert haben, wenn man denkt, Leomat, gell, natürlich. Genau. Ja. Ich habe es begriffen, dass die Gemeinde gesagt hat, man könnte den Weg zu dieser Brücke, die er gezahlt hätte, nicht finanzieren. Ich habe es irgendwie begriffen. Aber schade, ist gleich, gell, dass die Brücke dort nicht gibt, die Hängebrücke. Die Hängebrücke wäre ein Renner gewesen. Und wenn man schaut, wie lange das da schon seither ist, wo die Zollbahnen zusammen auf auch Initiativen von Roman Lehn her und seiner Frau wollen die Hängebrücke machen, da wären wir wirklich noch eines der ersten Gebiete gsi, wo so eine tolle Hängebrücke hatte. Aber aus rechtlichen Gründen mit Schutzzonen ist das leider, muss ich sagen, leider halt nicht möglich gewesen. Aber wir haben dafür jetzt ganz andere tolle Einrichtungen können erstellen am Pizol. Ich weiss nicht, ob man es Ihnen da sieht, aber es hat wirklich relativ viel hier fort, gell? Und natürlich darf man vergessen, die Gassenseite ist auch offen, der Schwamm ist offen, Laufböden ist offen, der Übungslift natürlich ist offen, oder? Also gibt es schon in der Skischule natürlich. Ja. Und eben ab dem 2. Advent Samstag ist dann Vollbetrieb hier auf Gassenseite täglich, oder? Das ist richtig. Und dann hoffen wir, dass wir durchziehen können bis Anfang April ohne Unterbruch. Das wäre die Idee, ja. Und einfach jetzt noch mal ein letztes Wort, ein Appell an die Gemeinde. Ja. Wäre auch eine Rettungsaktion, die sich lohnt, oder? Absolut, absolut. Das, also ich sage auch, und es gibt auch Gemeindepräsidenten, die 6 Gemeindepräsidenten, die sind auch deren Auffassung, das ist eigentlich eine regionale Übung. Und jetzt muss die Region zusammenstehen und sagen, jawohl, der Pizol ist uns viel wert, den wollen wir, und da geben wir jetzt die Gelder, die wir sprechen.